Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Ice Motorcycle Repair. Und im heutigen Video geht es um das Tauschen der Kettenführung. Bei der ersten Serie der Triumph Tiger 800, da hat die Kettenführung noch so ausgesehen. Da hat man dann immer ein bisschen Probleme gehabt mit dem Kettenschlag. Ist man mit seiner Tiger da irgendwo durchgerasselt, bei so einem Kanaldeckel oder irgendwo, hat man immer den Schlag von der Kette gehört. Und das hat man dann im Zuge der zweiten Tiger-Serie ab 2014 mit einer anderen Kettenführung behoben. Wer noch so eine Kettenführung am Fahrzeug hat, der kann in meinen Videos ein Video finden, wo ich erkläre, wie man den Kettenschlag ein bisschen abmildern kann, dass das dann nicht so laut hörbar ist. Ich werde leider wieder so einen Kettenschleifer verbauen müssen, da ich ihn doppelt gekauft habe, schon dazumals und praktisch auf Lager gelegt, und jetzt habe ich halt den Kettenschleifer der ersten Generation hier herumliegen. Ich habe jetzt leider keine Kettenführung von der neuen Generation hier, aber ich kann anhand einer Fotomontage euch erklären, wie der neue jetzt aussieht. Die neue Kettenführung sieht jetzt unten aus, genauso wie oben, und es kommt jetzt beidseitig so ein Gummidämpfer zum Einsatz. Ich blende euch jetzt gleich einmal alle Originalartikelnummern dazu ein. Ganz oben als erster, das ist der Kettenführung Kit. Da sind auch die Dämpfer dabei, das ist für die Leute, die was jetzt so wie ich noch die Kettenführung der alten Generation verbaut haben und dann auf die neue umsteigen wollen. Als zweiter dann die Artikelnummer nur vom Kettenführer ohne Dämpfer. Das ist für die, die schon die Kettenführung der zweiten Generation im Fahrzeug verbaut haben. Sind die Dämpfergummi noch in Ordnung, braucht man nur die Kettenführung erneuern und die Dämpfer kann man vom alten herausnehmen und im neuen wieder einsetzen. Und zu guter Letzt nach unten die Dämpfer. Sollte da einer kaputt sein, dann habt ihr hierfür auch die Originalersatzteilnummer. Ja, und zu guter Letzt sage ich euch noch einen Anzugsdrehmoment, denn der gilt heute für alle Schrauben, die was wir öffnen, und zwar 9 Newtonmeter. Jetzt stellt sich eigentlich nur mehr eine Frage: Wann ist die Kettenführung zu tauschen? Und dazu blende ich euch mal ein Bild ein. In diesem Bild seht ihr durch zwei Pfeile markiert den Abstand zwischen Kette und Kettenschleifer. Mit der Zeit wird dann der Abstand immer geringer. Die Kettenführung ist dann zu tauschen, wenn die Kettenlasche die Kettenführung berührt. Wenn das passiert, scheuert dann die Kettenlasche an der Kettenführung und mit der Zeit wird es das dann durchscheuern und dann kann es sein, dass die Kettenführung abbricht. Ich denke, wir haben jetzt einmal alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt und fangen an mit der Demontage des Kettenschutzes. Das Video beginnt bei folgender Ausgangsposition: Das Hinterrad muss demontiert sein. Wie man das macht, da gibt es schon ein Video auf meinem Kanal vom Hinterrad demontieren und montieren. Ich blende es oben als Information ein. Die Kette braucht ihr nicht demontieren, die könnt ihr oben lassen. Die fehlt nur bei mir im Video, da ich auch den Kettensatz bei meinem 40.000 Kilometer Service mit gewechselt habe. Auf meinem Fahrzeug befindet sich ein Kettenschutz aus dem Zubehör, aber die Befestigungspunkte sind die gleichen wie beim Original. So haben wir den Kettenschutz abgebaut, dann nehmen wir noch vorne die eine Schraube oben von der Verkleidung raus und die untere Schraube, die braucht ihr nicht herausschrauben ganz, die braucht ihr nur zu lockern. Haben wir das gemacht, können wir diese Schutzverkleidung einfach ein Stück nach unten klappen. So, im nächsten Schritt lösen wir die Schraube an der Seite der Schwinge von der Kettenführung. Und im Zuge dessen können wir auch gleich den Dämmgummi von der Kettenführung entfernen. Haben wir das gemacht, ziehen wir die Kettenführung nach hinten über die Schwinge ab. Wenn ihr bei der Halterung des Kettenschutzes ein wenig hängen bleibt, dann drückt es einfach die Kettenführung ein wenig auseinander. Ja, nun reinigen wir gleich dann die Auflagefläche von der Kettenführung, denn da hat sich natürlich schon einiges an Schmutz angesetzt. Sind wir mit der Reinigung fertig, nehmen wir die neue Kettenführung und setzen dort den Dämmgummi wieder ein. Bei mir gibt es nur einen Dämmgummi oben, da ich leider noch die alte Kettenführung habe, aber bei euch wird dann sicher schon die neue Kettenführung zum Einsatz kommen und ihr habt dann im Prinzip dort zwei Dämmgummi verbaut, nämlich einen oben und einen an der Unterseite. Auf dem Dämmgummi befinden sich so kleine Gummizapfen, die was man dann in die Kettenführung einfädeln muss, damit dieser Dämmgummi in der Kettenführung dann auch hält.
Haben wir das gemacht, dann fädeln wir die Kettenführung wieder über die Schwinge auf und bringen diese dann wieder in die Ausgangsposition. Ja, wenn die Kettenführung dann wieder auf dem richtigen Platz sitzt, dann können wir sie wieder an die Schwinge anschrauben. Ja, achtet darauf, dass die kleine Metallhülse in dem Loch für die Verschraubung drinnen steckt. Denn wie ihr gerade gesehen habt, ich habe es auch erst bemerkt, wie ich den Schrauben ansetzen wollte, dass da die kleine Metallhülse fehlt. Ja, ist die Schraube von der Kettenführung festgezogen mit 9 Newtonmeter, dann können wir die kleine Seitenverkleidung wieder anschrauben und auch diese beiden Schrauben werden mit 9 Newtonmeter angezogen. Im nächsten Schritt könnt ihr natürlich dann das Hinterrad wieder einbauen. Wie gesagt, da gibt es schon ein Video. Und zum Schluss montieren wir dann wieder den Kettenschutz am Fahrzeug und damit ist die Arbeit eigentlich abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nettes Kommentar und ein Daumen hoch freut mich natürlich immer sehr. Abonniert meinen Kanal und aktiviert gleich die Glocke, dass ihr kein Video versäumt, denn jetzt kommen dann laufend weitere Videos vom großen Service. Herzlichen Dank für eure Zeit, herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei AS Motorcycle Repair. Tschüss.